In meinem letzten Video habe ich euch ja von meiner aktuellen Krebsdiagnose erzählt und dass der Arzt mir gesagt hat, dass ich eventuell nicht mehr lange zu leben habe. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wie ich meine Zeit verbringen will, wenn ich wirklich nur noch 2 Wochen zu leben habe. Auf dem Lifeline-Kanal habe ich euch erklärt, warum ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich nochmal eine Reise mit allen meinen Freunden machen will und wie es dazu gekommen ist, und da sind noch ganz viele andere Interviews verlinkt. Schaut da gerne unten vorbei. Wir haben jetzt einen Bus organisiert und den ausgebaut und diese Reise zeige ich euch jetzt. So, wir fangen jetzt mal an, die Sitze hier auszubauen. Das dauert jetzt ein bisschen. Das sind unsere ersten Mitfahrer. Der nächste Mitreisende kommt, Erik. Hallo. Erik, freust du dich auf die Reise? Ich bin gespannt. Wir bauen jetzt aus den USB-Platten Betten und dafür müssen die halbiert werden. Was? Also das sind jetzt 1,94 Meter. Kein Grund so auszurasten, okay? So, und das Gute ist, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, um das hier alles fertig zu machen. Reicht locker, oder? Halbe Stunde? Ja, wenn du unser Zeitmanager bist, mache ich mir da gar keine Sorgen. Erik, hält das! So, wir haben es jetzt nicht mehr ganz geschafft, hier fertig zu werden. Aber soweit sollte es passen. Wir bauen dann einfach auf der Fähre weiter und nehmen das ganze Zeug jetzt mit. Ja. Ich habe unser Schlafzimmer mitgenommen. Echt? Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt auf der Reise nach Island. Sollten Sie es sich anders überlegen, ist es an dieser Stelle zu spät. Wir sind mit dem Bus 12 Stunden hoch nach Dänemark gefahren und von dort aus mit der Smeri Line weiter Richtung Island. Wir hatten eine wunderschöne Zeit auf der Fähre und sind nach 2 Tagen auf dem Meer in Island angekommen. Alex, geht's jetzt los? Ja! Alle anderen Freunde sind mit dem Flugzeug nachgeflogen. Wir haben uns in Reykjavik getroffen. Hier, Paul! Erster Eindruck von Island. Scheiße, kalt. Wir sind jetzt endlich vollzählig, also können wir jetzt endlich unsere Reise beginnen. Wir gehen jetzt baden. Und zwar habe ich hier den Topspot rausgesucht. Und der Einzige, der darüber glücklich ist, bin ich. Die anderen sind so semi-begeistert. Ich bin ready. Der Erste hat schon die warme Quelle gefunden. Diese warme Quelle oder was das sein ist, sind einfach zu voll. Und es ist halt einfach zu warm. Und es kostet auch noch was. Ich frage mich, warum keiner in diesem Pool ist. Was zu übertreiben. Ich glaube, wir haben uns vertan. Da vorne sind die Hot Springs. Boah, ihr habt hier den Premium-Spot. Das ist schon richtig schön warm. Das ist echt mega warm. Erik, wie läuft die Bettvorbereitung? Super. Kannst du noch mal kurz deine alte Weisheit wiederholen? Haltet euch die Oropax bereit.
Guten Morgen, liebe Kinder. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Es ist 8 Uhr, furchtbares Wetter. Gut geschlafen hier, oder? Oh ja, beste Lieben. Kann ich mal die Tür zu machen? Ich komm nicht rein. Nee. Zum Lüfter. Wir haben noch ein paar Betten, wie zum Beispiel hier, die noch nicht ausgebaut sind oder hier oben. Wir waren jetzt gerade im Baumarkt und haben nochmal für die Stichsäge Blätter eingekauft. Jetzt können wir noch die letzten Betten zusammenschrauben. Hast du Lust darauf? Auf jeden Fall. Ich wollte schon gestern, ging nicht. Der Moment der Wahrheit kommt jetzt und zwar wird es passen. Marion, was sagst du? Schwere Sache. Hier sind jetzt immer 3 Etagen, hier oben, unten und ganz unten. Den Berg kommen wir, also 1000 Meter, Höhenmeter. Also Erik ist auch guter Dinge, er hat auch die Route rausgesucht. Da hinten sieht man schon, wie kalt es werden kann. Hinter den Wolken ist ein massiver Gletscher mit Schnee. Da oben wollen wir noch hin. Schaffen wir das, Erik? Ja, müssen wir. Josi, ist die Motivation dafür da? Ja, schon. Nels, ihr habt auch noch genug Power für die letzten Meter. Ja. Geht ziemlich steil geradeaus hier. Wir haben hier neue Techniken, Alter, ja, weil der Berg so steil ist. Soll ich mit der Maßband-App die Steigung messen? Achso, wir sind bei den Real-Life-Guys. An dem Berg hier fängt jetzt das Zähneknirschen an. Selbst unser Reiseleiter ist am Kraxeln. So froh, oben zu sein. Glückliche Gesichter oder einfach nur fertig? Nein, war easy. Wie lief's? Gut, doch. Du siehst nicht so glücklich aus. Jonas, geht's halt hier runter? Ein bisschen. Himmel. Richtig gut. Jimmy, vom Abendessen her, was war bis jetzt das Beste? Natürlich Pizza. Wir haben leider gerade jemanden verloren, weil wir einfach so viele Leute sind, uns ist jetzt gerade aufgefallen. Wir sind gerade so 100 Meter gefahren. Jossi, du bist verloren gegangen. Ja, ich bin wieder da. Wenn man in Island ist, wünscht man sich eine Kuh zu sein. Es gibt so viel grünes Gras, da will man einfach reinbeißen. Ich würde auch direkt reinbeißen. Sonst komm abwarten, Ralf, hier halten! Call it amazing. You wanna do right by me. Da unten kann man ins Wasser. Ich habe noch kein Badenverbotenschild gesehen. Da unten ist ein perfekter Zugang zum Strand. Das kann nicht anders gemeint sein. Was ist das Risiko? Achso, da könnten Steine runterfallen und dann wird man vielleicht erschlagen. Erik und ich gehen jetzt baden. Christoph hat mir versprochen, nicht unter den Wasserfall zu gehen. Jetzt geht's weiter. Wir haben den Busfahrer gewechselt. Wohin geht's? Wir fahren jetzt zum nächsten Wasserfall. Was sagst du zum Wasserfall? Das ist scheiße langweilig. Ich habe schon so viele gesehen, irgendwann reicht's auch einfach mal.
Der Bus hat anscheinend ein kleines Leck im Kühlsystem. Deswegen ist der Motor warm gelaufen. Ich habe gerade hier 4 Minuten lang Wasser nachgefüllt, bis es endlich wieder voll war. Mal gucken, ob wir es überhaupt so schaffen. Also es muss auf jeden Fall repariert werden. Der Bus ist jetzt wieder dicht. Wir können jetzt weiterfahren. Wie gut ist es? Richtig geil. Man braucht auch müde Gesichter auf so einer Reise. Unser neues Haustier. Es gibt hier in Island leider nur Auffangstationen für Tiere, die irgendwie auf der roten Liste stehen. Von daher wäre der Rabe jetzt einfach wieder ausgesetzt worden und wäre dann hier wahrscheinlich gestorben. Von daher hat er es bei uns, denke ich, etwas besser und wir hoffen mal, dass er wieder auf die Beine kommt. Vielleicht können wir mir irgendwie so eine Schiene bauen oder einen Rollstuhl oder sowas. Hey Freunde, kann mir jemand sagen, wie man einen Raben durch den Zoll bekommt? Perfekt. Wir haben hier gerade unseren Kartoffelsack geflickt und zwar wollen wir den gleich hier in die heiße Quelle hinter uns reinhängen. Ich bin mal sehr gespannt, ob die nachher essbar sind oder ob die einfach richtig eklig stinken. Hey, kann jemand googeln, wie lange die Kartoffeln im Geysir brauchen? Bei dem Gori kriegt man so einen Appetit. Ein bisschen länger ging sogar. Also die von Oma schmecken besser, aber die sind trotzdem gar nicht schlecht. Und so neigt sich unsere Reise dem Ende zu. Auch wenn Island wunderschön ist, war für mich die Landschaft nicht das Schönste, sondern Zeit mit meinen Freunden zu verbringen, vor denen ich mich nicht verstellen musste, schwach sein konnte, stark sein konnte und auch weinen konnte. Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der mit dabei war. Ich weiß nicht, wie es mit mir weitergeht. Die Ärzte haben mir 2 Wochen bis 2 Monate zu leben gegeben. Ich weiß allerdings, dass mein Gott größer ist als jede Krankheit. Jesus hat das letzte Wort und den besten Plan. Das habe ich nicht nur auf dieser Reise erlebt. Er hält mein Leben in seiner Hand und auch deins. Deswegen mache ich mir keine Sorgen und habe keine Angst vor morgen. Ich werde entweder sterben und zu ihm gehen oder weiter mit ihm hier auf der Erde leben, wenn er eingreift und ein Wunder tut. Dass er diese Entscheidung richtig trifft, weiß ich. Ich bete dafür, noch viele andere Reisen und Abenteuer mit euch erleben zu können und dass ihr dieselbe Hoffnung finden könnt und Jesus auf dieselbe Art kennenlernt, wie ich es durfte. Wir haben echt so viele coole Sachen und irgendwie schöne Abenteuer auf dieser Island-Reise erlebt. Ich glaube, das war bisher echt die schönste Reise, die ich machen durfte. Auf dem Lifeline-Kanal haben wir euch dann noch ein bisschen Behind-the-Scenes-Stories erzählt. Schaut da auf jeden Fall vorbei, sind voll liebe Geschichten, aber auch lustige Geschichten dabei. Ja, dann geht's jetzt auf unserem Kanal auf jeden Fall weiter mit ein paar verrückten Projekten. Das U-Boot ist jetzt auch endlich fertig. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und den Lifeline-Kanal natürlich. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.